Oh, hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung Steam Himmel. Wir sind immer noch hier auf diesem. Haben wir schon Items gelagert? Oh. Auf dem Himmelsgipfel unterwegs, genau. Und kämpfen uns jetzt immer noch weiter nach vorne und ich glaube, das ist sogar. Ist das der letzte? Nee, ich glaube. Wie viel meinte sie? Wie viel meinte Shaman? 7 oder 9? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Aber wir kommen dem Gipfel sehr nahe. Mittlerweile liegt hier sogar schon Schnee. Das heißt, wir sind ziemlich weit oben. Ein Beatty-Fass. Eieiei! Ich wollte eigentlich noch da. Ahaha! Okay, Moment. Megasauger. Dein Ernst? Das ist immer noch nicht besiegt, was? Jetzt hör auf. Diese verdammte Q-Fähigkeit. Für uns ist sie echt ziemlich praktisch, aber. Nein! Nein! Warum schlafen wir denn jetzt? Fuck! Na. Okay. Scheiß Gegner. Mann. Ich hab doch gerade erst eben geschlafen. Ja, Leute, ich bin eben gerade erst aufgestanden. Oh, verdammt. Ja, ich bin eben gerade erst aufgestanden. Das heißt, wundert euch nicht, falls ich wieder irgendwie manchmal total kontextlosen Scheiß laber. Dann liegt es daran. Weil, ja. 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 Seht ihr, es fängt schon an. Verdammt. So, wir scheißen auf die Items. Und gehen einfach so weiter. Komm her. Blödes Beliefers. Mit seinem Hyperzahn, seinem Gainer. Das ist nicht cool. Ach ja, wenn wir hier den Himmelsgipfel fertig haben, dann geht es auf zur zweiten Bonus-Episode. Und welche ist denn das nochmal? Ist es die Fluffeluff? Ich glaube, oder warte. Oder? Ich weiß es gar nicht. Genau. Verdammt. Egal. Oh, ich kann den Tunnel sehen. Wir haben die 7. Zwischenlagerlichtung fast erreicht. Noch ein kleines Stückchen, yo. Oh, Team Grenzland ist ganz schön schnell. Das. Lol, Sneeble. Was passiert? Ja, ich kann nicht sagen. Er war schon ohnmächtig, als wir hier ankamen. Ich weiß nicht, ob es wegen der Kälte oder weil er alle Items aufgebraucht hat. Auf jeden Fall ist er Gefahr. Ja, das ist wirklich nicht gut. Ich werde Hilfe holen. Wie bitte? Wen willst du denn zur Hilfe rufen? Ein Experte für was? Bergrettung. Er lebt auf der 8. Zwischenlagerlichtung. Bei kleinen Notfällen rufen wir ihn nicht, aber Notfälle sind etwas anderes. Bei kleinen Vorfällen, ach so. Oh, seht ihr, ich kann schon nicht mehr reden. Meine Güte. Könntet ihr auf Sneeble Acht geben, dem Grenzland? Wir machen uns auf den Weg. Na klar, also wir sehen auf euch. Jo. Wir müssen uns beeilen, Doki. Oh ne, wir müssen uns beeilen, Doki. Nein, wir wollen nicht speichern. Wir gehen einfach ganz normal weiter. Zur Zwischenlagerlichtung 8. Ein Rasaf. Interessant. Oh, schön, alter Haru. Haru holt langsam mit den Leveln auf. Er ist schon Level 32, das ist wundervoll. Das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, 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 sehr geil. Top Elixier, schöne Sache. Ach ja. Treppe. Ich habe mich gerade gewundert, warum Shaman das Item nicht aufgehoben hat, aber Shaman hebt ja Items ja allgemein nicht auf, ist mir dann, ja,
Auch wieder eingefallen. Sandgrab, yeah. 1000 Erfahrungspunkte, heiliger, das ist super. Ja. Ursaring, komm. Alles klar, ich glaube. Warte. Okay. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es bei uns zu Hause hier gerade an der Tür geklingelt hat, aber irgendwie. Glaube ich jetzt doch nicht mehr. Hallo Razav. Alles fit. Gib uns deine Erfahrungspunkte. Oh, 1000. So herrlich. Wenn wir hiermit fertig sind, können wir sicherlich erstmal Knackleon entwickeln. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, wehe, das ist da hinten so ein kleiner Minigang, der zu dem Raum führt. Mit der Treppe. Aber zum Glück war dort die Treppe. Herrlich. Hallo, Ursaring. Verdammt! Oh! 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 Das hat Damage gemacht! Heilige Scheiße! Aber Haru hat auch einfach so wenig KP, Alter. What the fuck? 84. Okay, ich meine, Shaman hat für sein Level halt noch weniger, aber... Ach komm. Kraftband mir geben. EP-Band Haru geben. Ich hasse diese Stolperfallen, ey. Die sind so nervig. So, verdammt, nervig. Georgbrock. Poke, schöne Sache. Hallo Ninja. Ach ja. Da hilft ja nur Attacken oder helfen ja nur Attacken, die dein Ernst effektiv sind. Oh Mann. Warum ist denn da hinten jetzt die Treppe? Bei dem kleinen einen Minigang. Dragons Level 41. Schön, schön. Hallo, Razav. So, noch ein Satz und dann sind unsere Attacken aufgelöst. Gut. Zwischenlagerlichtung 8. Ampharos. Ampharos. Ja, das sieht echt schick aus hier. Oh, Shaman. Aus dem Dorf. Ich habe mich gefragt, wer das wohl ist. Es ist lange her. Wie ist es dir ergangen? Es ist wirklich lange her, Ampharos. Leider haben wir keine Zeit für einen Plausch. Wir müssen uns beeilen. Hoch, ist etwas passiert? Ja, bei der Zwischenlagerlichtung 7. Ah, ich hatte mich schon auf die ersten Gäste seit langem gefreut. Aber ich muss mich wohl noch etwas gedulden. Na gut. Ich mache mich dann mal auf den Weg zur 7. Zwischenlagerlichtung, sagst du? Genau. Wartet hier auf mich. Wir verlassen uns auf dich. Jo. Hey, ich bin da, um zu helfen. Oh, da drüben. Jo, ich weiß nicht, wie ich die alle sprechen soll, Mann. Anscheinend komme ich gerade noch rechtzeitig. Okay, lasst uns zusammen zur 8. Zwischenlagerlichtung tragen. Ja. Oh, er ist wieder wach. Sneeple, geht es gut? Geht es dir gut? Was, wo bin ich? Du bist auf der Zwischenlagerlichtung in Ohnmacht gefallen. Wenn er einfach aus nicht hergetragen hätte, wäre es böse für dich ausgegangen. Ja, das hast du für mich getan. Das war nicht allein. War ich nicht allein. Alle hier haben dafür bei deiner Rettung geholfen. Ach so. Ich. Ja. Ist schon okay, du brauchst jetzt nichts sagen. Mach dich erstmal halblang. Was? Ach, mach erst einmal halblang. Und ruh dich etwas aus. Ich kann nicht reden. What the fuck ist los? Ja, und dann könnt ihr euch zum Pass begeben. Ich kümmere mich um ihn. Ihr wollt alle zum Gipfel, nicht wahr? Ihr habt es fast geschafft. Hier ist ja schon das 8. Zwischenlager. Gebt euer Bestes. Aber wenn ihr hier bleibt, wird das auch nicht nützen. Das schaffe ich allein. Nun geht schon. Bist du sicher? Na gut, wir werden Sneeple in deiner Obhut lassen. Jo, machen wir. Gut, Lager prüfen. Lagern. Wir haben so viele Siedelbeeren. Heilige Kacke.
1, 2, 3. Hä, warte, hatten wir nicht mehr Belebersamen? Oder irre ich mich da jetzt? Wir hatten noch ein Belebersamen mehr, ne? Oder wird auch das zu Slime-Kost manchmal? Oh mein Gott, das wäre echt ätzend. Aber gut. 12 Items auf dieser Ebene. Wow, Doki. Warum setzt du Megasauger ein, um das Pokémon zu attackieren, was einfach mal 50 Jahre von dir entfernt ist? Wow. Wow. Mann. Ich fühle mich gemobbt. Ja, und Haru, was? Haru schläft eine Sekunde und wird dann wieder aufgeweckt. Wacht dann wieder auf. Das ist ja nicht cool. Das ist... Wow. Warte. What? Ist das hier echt ein Monsterraub? Heilige Scheiße. Das ist nicht cool. Was machen wir? Ja. Super. What? Damage. Mann, ich kann hier nichts machen. Danke. Zu viele Gegner. Was? Es ging daneben. Scheiße. Wir haben nur 3 Belebersamen. Wir schaffen das doch niemals. Okay. Yo, Shaman ist schon besiegt. Schön. So, erstmal das besiegen. Das ist auch besiegt, das ist super. Boah, Shaman sind halt einfach mal 50.000 Pokémon. Nein, reicht Haru Level, Haru Level 33. Knirscher. Für Sandwirbel. Knirscher lernt. Yeah. Dim, 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 dim. Ha! 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 Hä? Nicht dein Ernst! Als ob Megasauger jetzt nicht geklappt. Nein! Okay. Immerhin schreckt das Dings da vorne zurück. Ja, okay, Silberbeleg ist schön. Okay. Ich muss jetzt meinen Megasauger treffen. What? Okay. Hat sie erledigt. Hä? Warum geht das nicht? Warte mal, hä? Moment. Durch Spotlight musste ich da dann Visenio angreifen? Warte, was? Ja, pst. Hä? Echt jetzt? Oh Mann, wir haben nur noch... Kraftband. Okay, wir haben noch 2 Kraftbänder hier. Ups. Ich brauche noch 1, genau. Eisendorn. Äpfel, Pösefbeere, Sinebeere, mehr Belebersamen. Ich weiß ja nicht, wie viel. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Appellorb, Fliehorb. So, Apfel. Können wir 2 lagern wieder. Hiervon. Ah, die Sinebeeren behalte ich einfach mal. Noch ein Doppelexier, Flierbund, Appellwarp, lagern. Das ist nicht cool. Auch gleich direkt ein Monsterraum, Alter. Ich könnte kotzen. Geh weg.
Also wurde durch Spotlight, weiß ich nicht, ist so getriggert, dass wir nur noch wie sie. Oh. Oh, wow. Oh, mm, oh, mm, oh, mm, oh, mm, oh, mm. Oh? Mm, oh. Yeah. Gigasauger, schön. Wurde es so getriggert, dass wir wirklich nur noch wie Senior angreifen konnten? Das würde mich mal interessieren. Und warum? Erklärt mir mal, warum Knackleon so handelt wie ein Pokémon, was nicht zu unserem Team gehört. Dragon würde doch die ganze Zeit angreifen, oder nicht? Aber warum macht Knackleon das nicht? Ich versteh's nicht. Achso. Ich versteh's echt nicht. Moment. Nein. Wir sind ein Team, ja. Wir sind ein Team. Ah, nee. Ha, ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Okay. Dann ist es halt so. Gut. Ich will nicht, dass Dings Shaman stirbt, dadurch, dass sie nicht angreift. Alter. So viel Damage von den Vieh. Oh, wow. Ich habe kein Item fixiert. Verdammt. Eisendorn. Fixieren. Zack. Zack. Du. Ja. Geheimraum. Schön. Oh, wow. Mano. Ich dachte eigentlich, jetzt kriegen wir wieder so einen Raum, wo Schlob und so sind. Mano. Schade, schade, Schokolade. Finde ich jetzt ja so ein bisschen doof, ne? So ein bisschen doof. Dim, dim. Ach ja. Wow, einmal auf die andere Seite rennen, bitte. Schön. Außer das Gute ist, dass wir gestorben sind. Glaube ich. Irgendwie jedenfalls. Warum hat das Ursaring doppeltes Tempo? Ja. Okay, ja, dadurch kriegen wir jetzt... Aua! Mehr Erfahrung! Dadurch, dass wir mehr Pokémon begegnen. Heilige Scheiße. Geh weg! Was daneben? Okay. Als ob er Rohrhaut eingesetzt hat. Hört ihr auch so ein Piepen? Ich weiß nicht, ob das jetzt am Spiel liegt oder ob das jetzt bei mir hier irgendwo ein Wecker ist oder so. Ach komm schon. Ich wollte das Item haben. Mann. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwie Belebersamen farmen, glaube ich. Ich glaube, ja. Denn wir haben jetzt ein bisschen viele verbraucht, ne? Und später wird das in der Story auf jeden Fall noch um einige schwerer jetzt hier jetzt. Das ist, ja, definitiv. So, E5, ne? Ach, warte, noch mehr? Ist das ein Belebersamen? Ein Schwungsamen, natürlich. Ja. Nie ist es ein Belebersamen. Mann. Nein, das ist im Spiel, dieses Piepen, glaube ich. Egal. Wir sind schon fast bei der neunten Zwischenlagerlichtung. Nicht aufgeben. Aber wir müssen noch höher. Eieiei.
Buh, endlich, die neue Zwischenlagerlichtung. Ich nehme an, Team Grenzland ist schon weitergezogen. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas ist anders als beim letzten Mal, als ich hier war. Hä? Oh, entschuldige. Es ist nichts, ich habe mir wohl nur etwas eingebildet. Na, auf jeden Fall ist es nur noch ein kleines Stückchen bis zur Spitze, also los. Jo. Nicht speichern, nein. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei, das nächste Mal wieder. Haut rein.